Ein sportliches Hallo allerseits. Ich möchte euch heute wieder einen Workout-Quickie vorstellen, mit dem ihr innerhalb von 2 Minuten, in diesem Fall ein Ganzkörpertraining hinbekommt. Wie ihr seht, sitze ich heute. Dieses Workout kannst du idealerweise überall ausführen, wo du sitzen kannst und wo du vielleicht ein bisschen unbeobachtet bist. Aber das geht in sehr, sehr vielen Lebenssituationen, dieses kleine Workout. Und zwar besteht es wieder aus 3 Übungen, die du jeweils 30 Sekunden hältst, diese isometrische Spannung, und dazwischen immer kurz auslockerst und ca. 15 Sekunden Pause machst. Gut, los geht's. Die erste Übung ist für deinen gesamten vorderen Körper, für deine Bauchmuskulatur, für deine Oberschenkelmuskulatur, deine vordere, aber auch für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und zwar, du setzt dich aufrecht auf einen Sessel. Wie immer Grundspannung einnehmen, das heißt Bauchmuskulatur anspannen, Gesäßmuskulatur anspannen und die Wirbelsäule aufrichten. Jetzt nimmst du deine Hände, legst sie mit annähernd gestreckten Armen auf Höhe deiner Knie, lehnst dich leicht nach vorne und drückst zeitgleich die Oberschenkel nach oben, die Knie nach oben. Und diese Spannung, du siehst, dass ich zu zittern beginne, hältst du für 30 Sekunden. Atmen nicht vergessen zwischendurch, dann wieder auslockern, ausschütteln. Das ist wahrscheinlich die anstrengendste Übung der 3, die ich euch jetzt zeigen möchte. Gut, die war für den ganzen vorderen Körper und Teile des hinteren Körpers. Nun kommen wir zu der inneren Beinmuskulatur und der tiefen Bauchmuskulatur. Und zwar Übung Nummer 2, wieder 30 Sekunden. Du nimmst deine Fäuste, legst sie zwischen deine inneren Oberschenkel, so dass du aufrecht sitzen kannst, wieder Grundhaltung, Grundspannung, Bauchmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Und dann drückst du mit den Knien zusammen, mit den Händen gleichzeitig auseinander und haltest diese Spannung wieder für 30 Sekunden. Wie du merkst, wird das ganz schön anstrengend, atmen nicht vergessen. Und nach 30 Sekunden, das waren jetzt keine 30 Sekunden bei mir, wieder ausschütteln. Wie du merkst, wird das Ganze auch sehr anstrengend für die Arme. Gut. Wir haben vorne, hinten, wir haben die innere Beinmuskulatur, die tiefe Bauchmuskulatur. Jetzt fehlt noch unsere Flanke, der seitliche Körper. Nimmst wieder deine Fäuste, Daumen immer im Idealfall außen anlegen. Gibst sie außen an deine Knie oder deine Oberschenkel, so dass du schön aufrecht sitzen kannst. Und drückst nun mit den Knien nach außen und den Händen nach innen. Wieder Grundspannung und los geht's. Drück so fest, spann deine Muskeln so fest an, dass dein ganzer Körper leicht zu vibrieren und zu zittern beginnt. Atmen dabei natürlich nicht vergessen, wie gesagt. Und 30 Sekunden halten. Danach wieder auslockern. Wie gesagt, in diesen rund 2 Minuten, wenn du diese 30 Sekunden, 15 Sekunden Pause einhältst zwischen den Übungen, hast du deinen ganzen Körper trainiert. Dieses Workout findest du übrigens zusätzlich zu anderen Workouts in meinem Buch Workout Quickies. Link gebe ich dir in die Buchbeschreibung. Oder auch andere solche isometrischen Workouts findest du im neuen Starter Guide, der jetzt vor kurzem Ende April erschienen ist. Da sind auch Übungen drin in dieser Art und Weise. Alles in diesem Workout-Quickie-Format, wo du nur 2 Minuten pro Workout brauchst und das hocheffektiv bereits für deine Fitness ist. In diesem Sinne wünsche ich dir mit sportlichen Grüßen. Tschüss und Baba, schönen Tag.